Bier macht fruchtbar. Definitiv. Sollen wir mal verraten, dass wir vorher eigentlich erst einen anderen Satz hatten? Ja. Wieso haben wir uns jetzt eigentlich für den Satz entschieden, beziehungsweise ihr? Viel cooler ist. Ja, und Tatsache, das stimmt einfach. Es wird im Juli auf jeden Fall ganz viele Kinder hier wieder geben, also bei uns in München und hier in Stuttgart auch. Diese ganzen Vasenkinder. Und bevor ich euch jetzt vorstelle, weil ich habe euren Namen noch gar nicht gesagt, möchte ich ganz kurz mal sagen, dass diese Dame tatsächlich, du kommst aus Bayern, hinterm Bierzelt gezeugt worden ist. Meinst du, da war auch Bier im Spiel? Ja, es war auf jeden Fall Bier im Spiel. Ich würde eigentlich jetzt Augustina heißen mit Vornamen. Wenn das so wäre wie damals, also so Paris Hilton, so der Ort der Zeugung, dann wäre ich jetzt Augustina Steffel. Philipp, wo bist du gezeugt worden? Ganz bürgerlich, in einem Schlafzimmer, in einem Bett. Und sehr schön und gemütlich war das und romantisch. Da war nichts schmutzig. So, jetzt haben sie die beiden schon mal gesehen und gehört. Sandra Steffel und Philipp Tigris. Und wir sind im Friedrichsbau-Varieté in Stuttgart. Da seid ihr nämlich gerade mit eurer Show zu Gast. Und wie das aussieht, die Show, das sehen Sie jetzt. Sensationelle Bilder. Wer noch nicht in dieser Show war, muss unbedingt reingehen. Aber ihr veräppelt ja eigentlich so ein bisschen das Volksfest. Wie sind denn so die Reaktionen vom Publikum? Sagen die, ja, endlich mal einer, der es nicht so ernst nimmt und der es mal ein bisschen... Oder sagen die, also sind die dann empört und sagen, wie könnt ihr das denn jetzt hier so ein bisschen auf den Arm nehmen? Ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten über die, die hier reinkommen und sagen, sie sind eigentlich Volksfestmuffel und stehen da nicht drauf und haben an unserer Show dann aber richtig Spaß gehabt. Und gerade dann nach der Vasenzeit, dann kann man nochmal zu uns kommen, das schöne Dirndl ausführen und nochmal Spaß haben und das Ganze ein bisschen veräppeln. Das Ganze mit Abstand nochmal betrachten. Genau. Und ohne Bier. Bei mir nicht. Bei dir funktioniert nichts nüchtern. Ich bitte dich. Sehr schön. Ihr Lieben, wir reden gleich weiter. Wir schalten in meinen ersten Beitrag. Und zwar waren wir, wie mein Gast das gleich sagt, in der Seele Stuttgarts, und zwar den Rosensteinpark. Und da haben wir was ganz Besonderes erlebt und da nehmen wir Sie natürlich mit hin. Nach dem Regen. Reine Freude des Grases nach dem gestrigen Regen. Und schaut die Gänse. Sie rufen, sie rupfen Klee, sie durchmessen den Morgen, sehen dich an mit ihren guten Augen, mit einem den Kopf leicht schräg fragend. Das ist eines von vielen Gedichten aus dem Buch Rosenstein, Hommage an ein Stuttgarter Kulturdenkmal, das ich in meinem Nikros Verlag in Ludwigsburg verlegt habe. Aus Überzeugung, weil der Rosensteinpark Stuttgart Seele ist, weil sich noch nie jemand so lyrisch dem Rosensteinpark angenähert hat. Er ist der größte südwestdeutsche Landschaftspark und einfach sehenswert. Und wenn wir schon da sind, würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch. Den Park hier verdanken wir unserem König Wilhelm I., der seiner Frau zuliebe, die Katharina hieß und deren Lieblingsblume die Rose war, dieses Gelände von Kahlenstein in Rosenstein umbenannt hat. Und weil die Katharina das auch gar nicht mehr erlebt hat, die ist schon 1819 vor Beginn hier dieser Anlage gestorben, hat er die Grabkapelle in Sichtweite, also in der Sichtachse da drüben auf dem Roten Berg, von seinem Hofbaumeister Salucci platzieren lassen. So hatte er sie dann immer im Blick. Das Faszinierende am Verlegen von Büchern ist unter anderem, dass man ganz viel dabei lernt. Das war auch bei diesem Buch so. Unter anderem habe ich erfahren, dass König Wilhelm I. verboten hat, Birken, Kiefern oder Fichten hier anzupflanzen. Ich habe mir daher auch diese kleine Gruppe, diese Dreiergruppe Platan ausgesucht, die ganz in der Nähe vom Schloss ist. Dazu gibt es ein wunderschönes Gedicht, das ich Ihnen gern vorlesen möchte. Zeichen. Halten die Bäume hier Treffen ab, gleich den Vögeln? Geste des Herbstes, wie rostende Blätter die Stämme, schon ein wenig einsam in der heute schweren Luft. Ein Tipp von mir, wenn Sie mal hier im Rosensteinpark sind, stellen Sie sich mal unter die Bäume und schauen Sie hoch in den Blätterhimmel. Das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue.
Also ich kann Ihnen dieses Buch tatsächlich nur ans Herz legen. Es ist nicht nur ein Buch für Menschen, die die Natur lieben, sondern auch für alle Stuttgart-Fans und Stuttgarter. Also das sollten Sie sich auf jeden Fall kaufen. Finde ich auf jeden Fall eine gute Geschichte. Lest ihr eigentlich ab und zu mal Gedichte und sowas? Oh, nur, wir dichten die ganze Zeit. Also Backstage dichten wir eigentlich nur. Permanent, ja. Permanent. Ihr seid Mutter und Sohn in der Show Servus, Grüezi und Hallo. Erzählt mal kurz die Geschichte. Um was geht's? Es sind ja natürlich wahnsinnige Acts in der Show, aber wir haben so eine kleine Rahmenhandlung gebaut. Und der Philipp ist halt so ein bisschen mein zu groß geratener Sohn, der ist 8. Und wahnsinnig nervig. Super also, nervig. Die Kinder eben sind auf dem Volksfest, die zuppeln dir dauernd am Ärmel, die genau. Wollen überall hin und immer alles haben. Und dann kriegt er aber nichts mehr, weil Mama einfach pleite ist. Und das können, glaube ich, ganz viele Leute verstehen, weil mit Kindern auf dem Volksfest ist echt schlimm. Das ist teuer, ja, ist ein teurer Spaß, das stimmt. Ihr seid insgesamt 3 Monate in Stuttgart und ihr seid nicht nur auf der Bühne, ihr seid dann auch zusammen in der Wohnung. Wolltet ihr das? Oder? Nee, das wollte ich ganz bestimmt nicht. Ja, aber wie, ist es so, dass man einfach als Künstler untergebracht wird? Oder hat man, muss man quasi zusammen... Ja, also wir haben schon jeder sein Zimmer. Aber das heißt, die Show ist zu Ende und ihr geht dann wirklich auch noch zusammen nach Hause und steht morgens und am nächsten Morgen wieder zusammen auf. Jetzt verstehst du, was ich meine, oder? Philipp. Andere Männer würden es jetzt als Traum empfinden, jeden Tag mit dieser Frau. Ja, andere Männer, das mag wohl sein. Ihr zwei, wir müssen ganz kurz mal abgeben in die Werbung. Wir sind gleich wieder da, weil ihr macht nicht nur Servus, Grüezi und Hallo. Wir stellen euch gleich noch ein bisschen so, was ihr sonst so in eurem Leben macht, vor. Und sie sind hoffentlich gleich wieder mit dabei. Und wir sind zurück mit Sandra Steffel und Philipp Tigris. Ihr seid ja wirklich 2 Ausnahmetalente. Ich würde mal sagen, Philipp, wenn du Sandra beschreiben müsstest, was ist an ihr das größte Talent, deiner Meinung nach? Ich finde es echt ihre unbändige gute Laune und verteilt das an jeden sehr großzügig. Das finde ich sehr charmant. Bist du so eine frohe Natur? Nicht immer, natürlich. Ja, kennt ja Komiker, ne? Ich habe schon auch meine Tage. Immer noch. Damit wäre auch das kurz geklärt. Nein. Aber ich probiere, ich bin sehr harmoniesüchtig und ich probiere schon, die Jungs bei Laune zu halten und überhaupt alle. Und du bist Moderatorin, du bist Tänzerin, du bist Schauspielerin, du bist Komödiantin, du bist Schriftstellerin. Genau, du hast dein Buch geschrieben, genau. Wieso denn jetzt dieses Buch? Ach Gott, das lag mir schon ganz, ganz lang auf der Seele, weil ich gebe ja so Workshops auch für Frauen, im Burlesque-Tanz auch. Und ich beschäftige mich sehr mit Figur und so, also mit diesen Themen. Und ich war wirklich geschockt, dass jede Frau, die zu mir kam, irgendein Problem hat mit ihrem Körper. Egal, ob die aussieht wie ein Topmodel oder ein bisschen üppig ist. Also es ist ganz, ganz schlimm. Und so kam schon mal die erste Idee, weil ich habe das Problem ja, ich kenne das ja auch von klein aus mit Mobbing und so weiter. Und jetzt kam es raus vor kurzem. So dieses Figurproblem, Philipp, da kannst du nicht mitreden, gell? Du hast dein Körper ist ja... Ein Desaster. Denn du bist ja wirklich mit Muskeln bepackt, aber deine Kunst ist ja, ich sag mal das deutsche Wort, du bist ein Schlangenmensch und du kannst mit deinem Körper unglaubliche Sachen machen. Eigentlich wollte ich, dass du hier was machst. Und da hieß es so ein bisschen, das ist nicht so einfach. Ne? Du kannst jetzt nicht aus dem Stand einfach deine Beine verbiegen. Genau, das ist das Ding. Die Leute denken immer, wenn sie uns Kontorsionisten sehen, wir sind halt so. Und ich bin von Natur aus ein sehr steifes Kind gewesen. Ich musste das auch wirklich alles lernen. Ich war jetzt nicht von Natur aus beweglich. Und das bin ich auch heute nicht. Ich musste es wirklich alles üben und lernen. Und wenn ich mich verbiege, muss ich mich eine Stunde vorher warm machen. Wenn man da nicht das Talent für hat, nicht so biegsam ist, warum tut man sich das dann an? Ja, mich reizen ja dann auch Dinge irgendwie, gerade weil man sie nicht kann. Und wenn dann die ersten Erfolge eintreten und man merkt so, guck mal, ich habe mir da was erkämpft, von dem andere gedacht haben, das schaffst du gar nicht, dann spornt einen das noch an, dann bleibt man erst recht dabei. Super, wir schalten in meinen nächsten Beitrag, sind gleich wieder zurück und ich hoffe, Sie auch. Marc, Schriftsteller. Regina, Autorin und Musikerin. Patricia, Konzept- und Performance-Künstlerin. Brie Alma, Regie und Künstlerin. KD, Airbrush-Designer, Produzent und der Inspirator. Alyssa, Regieassistenz, Schülerin und zukünftige Regisseurin. Thilo, verantwortlich für den Ton und Musiker. Wir sind in der Bismarck-Schule in Stuttgart-Feuerbach. Es wird gerade geprobt, denn am Wochenende werden hier diese Menschen ihre Kunst präsentieren, so wie sie es bisher noch nicht getan haben.
Sie haben ein neues Format entwickelt, das 9 kleine Inszenierungen an einem Abend zeigt. Jeder Spot, wie Sie es nennen, geht circa 3 Minuten und die ganze Aufführung nicht länger als eine Stunde. Die Idee dahinter ist, dass Künstler verschiedener Genres zusammen spielen, eine Szene machen und sich praktisch ergänzen. In diesem Spot steht zum Beispiel ein Bild im Mittelpunkt, dessen Inhalt dann aufgegriffen und besungen wird. Dadurch wird das Bild für den Zuschauer nochmal ganz anders erlebbar. Alle Beteiligten sind mit Leib und Seele dabei. So, was für mich toll ist, ist als Künstler oder ja, Kreativer ist man meistens Einzelkämpfer und hier bin ich nicht allein. Nicht nur das Konzept dieses neuen Formats ist außergewöhnlich, sondern auch der Titel. Die Veranstaltung heißt Art Spot Shower. Art Spot Shower bedeutet Art Kunst Spots, die Werbespots im Prinzip für unsere Kunst, und Shower die Show, den Zuschauer ansprechen gewissermaßen. Ist natürlich ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist auch ein bisschen der Gedanke gewesen, dass man die Leute gleich da beim Namen zum Nachdenken bringt. Also gehen Sie zu dieser Weltpremiere und werden Sie zum Art-Spot-Schauer. Der Eintritt ist frei. Schau sie lächeln an und sage dann, ja, das darf ich aber nicht verraten, was ich dann sage. Wen es interessiert, kommt zu uns in die Show am 19. und 20. Oktober in die Bismarckschule. 18 Uhr am besten schon hier sein, dann könnt ihr nichts verpassen. Wir freuen uns auf euch. So, ihr zwei, wir sind am Ende. Das war ein sehr witziges Interview. Ja, ja, das ging echt. Boah, wirklich. Und wir enden mit 2 Veranstaltungstipps. Und euren dürft ihr jetzt bitte in die Kamera sagen. Am 23. Oktober habe ich mein Soloprogramm, die Premiere hier im Friedrichsbau, Kurvenstar. Da geht es ja um ganz viele Geheimnisse von mir. Und ich verrate mal, dass auch Schnuckelchen mit dabei sind. Ich bin die Überraschung und du verrätst. Ich habe nicht gesagt, dass du das bist. Ach so. Ich habe gesagt Schnuckelchen. Schnuckelchen. Ja, ja. Also es wird auch was fürs Auge, für die Damen geben. Sehr schön. Also das sollte man auf keinen Fall verpassen. Und mein Tipp ist, am 20. gibt es eine coole Messe in der Phoenixhalle, eine Lifestyle-Messe. Da ist das Thema vegan ganz groß. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie da hingehen. Möchtest du noch was sagen, Philipp? Du guckst mich so an, Philipp, mit so großen Augen. Ja, ich bin einfach begeistert. Das hat Spaß gemacht. Komm, weißt du was? Wir machen jetzt mal was. Das habe ich noch nie gemacht. Du hast jetzt mal das letzte Wort noch mal in die Kamera. Ich habe das letzte Wort. Und Sie sehen nächste Woche die Claudia dann wieder. Uns zwei sehen Sie nur, wenn Sie in den Friedrichsbau kommen. Kommen Sie. Tschüss.